Wir gucken bei Silber rein, ich habe auch das schneller laufen. Während Silber oftmals als der kleine Bruder des großen Goldes abgetan wird, lassen sich Anleger oder Neuansteiger vom Gewicht oder vielleicht sogar von der Mehrwertsteuer abschrecken. Warum der wahre Silberpreis aber deutlich über dem aktuellen Preis am Markt liegt und was der wahre Wert von Silber ist, wer diesen Silberpreis ständig manipulieren will und mit welcher Absicht, darum soll es im heutigen Video gehen. Wir haben uns einmal angesehen, warum man in der Geschichte schon immer wieder versuchte, Silber zu manipulieren und warum darin gerade jetzt eine Chance... Habt ihr euch generell schon mal? Ich weiß über Edelmetall so gut wie nichts. Wir gucken das gerade zusammen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich sehe nur, dass von der Kundenseite her wir viel von verkaufen. Von daher, ich wollte jetzt einfach mal reinschauen, was bei Silber so abgeht. Silber ist das Edelmetall, was ich mag. Vielleicht irgendwann werde ich auch zu Gold switchen, aber ich persönlich mag Silber. Für Einsteiger, aber auch lang erfahrene Anleger wartet. Mein Name ist Dominik Hettner von Kettner Edelmetalle und ich freue mich heute besonders über mein Lieblingsthema, nämlich Edelmetalle. Mein Vater zum Beispiel auch nur Gold. Der sagt, Silber ist Schrott. Aber wir hören jetzt dem Dings zu. Ich persönlich mag Silber. Ich kaufe Silber, aber wir gucken mal rein. In reinster Form, heute in der Form des Silbers zu sprechen. Aus dem BWL-Studium oder dem BWL-Unterricht sollte man eigentlich wissen, dass ein freier Markt durch Angebot und Nachfrage bestimmt ist. Genau diese Angebot- und Nachfragesituation bestimmt dann, wenn also eine höhere Nachfrage besteht, hat man einen höheren Preis und wenn eine geringere Nachfrage besteht, dann ist der Preis für ein gewisses Gut eben geringer. Doch beim Silber und auch beim Gold ist alles etwas anders. Hier habe ich übrigens über die Manipulation im Goldmarktpreis gesprochen. Schauen Sie gerne auch mal in diesem Video vorbei. Doch jetzt schauen wir uns erst einmal Silber an, was in meinen Augen ein viel höheres Potenzial als Gold hat. Warum dies so ist, werde ich ebenfalls gleich verraten. Beide Faktoren, sowohl die Angebotssituation als auch die Nachfragesituation, sprechen ein ganz deutliches Wort. Denn in den letzten Jahren sehen wir immer mehr Nachfrage aus diversen Sektoren, beispielsweise dem Automobilbereich, aber auch der Photovoltaikindustrie, zeitgleich immer weniger Recycling bzw. immer günstigere Preise, was das Recycling für die Recycler und aber auch die Silberminen in erster Linie uninteressanter macht. Wenn also die Preise für Silber vermeintlich gering sind, dann ist dies erstmal aus Sicht der Minenbetreiber ein negatives Signal. Man kann weniger Geld für die Neuerschließung von Minen ausgeben und dann wird eben Silber nach und nach knapper. Genau dieses Phänomen, über das wir heute sprechen werden. Denn die Chance für Silber besteht genau darin, dass Silber seit Jahren auf unserem Planeten immer knapper wird und die Abbaumenge seit Jahren sinkt. Es sind ca. 75% der gesamten weltweiten Silbervorräte bereits gefördert wurden und etwa die Hälfte des jemals zutage geförderten Silbers ging bereits verloren, da Silber kaum recycelt wird. Und genau das ist der spannende und springende Punkt im Vergleich zu Gold. Ah, okay, interessant. Also das heißt, wenn Silber einmal verbaut ist, dann wirft man das weg halt auf Mülldeponien, aber man holt es nicht wieder so raus. Denn von allem Gold, das bis heute gefördert wurde, befinden sich 90% des gesamten Goldes immer noch im Besitz der Menschen oder der Zentralbanken. Nur etwa 10% sind verloren gegangen. Während wir also 2023 immer noch ein Angebotsdefizit beim Silber sehen, treiben die zwei besprochenen Sektoren die Silbernachfrage massiv an. Gerade die grüne Energiewende und die globale Agenda, die grüne Welle hineintreibt, sorgt dafür, dass immer mehr Automobilhersteller auf Elektrifizierung setzen. Und diese Elektromobilität benötigt Silber. Ohne Silber geht hier gar nichts. An diesem Beispiel aus meinem letzten Webinar mit Ernst Wolf, dort habe ich darüber gesprochen, dass in jedem Tesla 3 Unzen Silber verbaut sind, also etwa 93 Gramm, eine unvorstellbar große Zahl. Auch in jeder Photovoltaikanlage ist Silber verbaut. Hier sehen Sie einmal ein praktisches Beispiel aus dem letzten Webinar. Und all diese Fakten deuten auf einen starken Silberpreisanstieg in den nächsten Jahren hin, während also immer mehr Silber verbraucht wird und nicht unendlich mehr Silber geschaffen werden kann, anders als beim Papiergeldsystem und den Zentralbanken, sorgt dies auf lange Sicht für eine Knappheit und, wie vorhin erklärt, für steigende Preise. Kommen wir nun aber dazu, wer ein Interesse hat, die Silberpreise zu manipulieren, warum sie das tun und was die Absicht dahinter ist. Denn während der Silberpreis seit Jahren von großen namhaften Playern am Markt, in diesem Fall meistens Banken oder Investmentinstitute, bekämpft wird, ist der wahre Wert des Silbers mittlerweile schon deutlich höher. Und genau darin liegt die Chance. Schauen wir uns aber jetzt einmal an, was JP Morgan hier beispielsweise macht. Und zwar wird JP Morgan... Was? JP Morgan ist der größte Silberpreismanipulator der Geschichte. Tatsächlich ist der Preis bei 1000 Dollar pro Unze, Fragezeichen. Morgan hier als der größte Silberpreismanipulator der Geschichte bezeichnet. Und der tatsächliche Preis bei Silber, zumindest laut den deutschen Wirtschaftsnachrichten, könnte bei 1000 Dollar pro Unze liegen. JP Morgan wurde fast über 1 Milliarde verklagt, weil man die Silberpreise nachhaltig manipulierte und ein Interesse daran hatte, dass diese Silberpreise nicht steigen. Auch im Fall einer deutschen Bank, hier sogar konkret die Deutsche Bank, einigten sich die Klagenden gegen die Deutsche Bank mit einem Vergleich, in dem die Deutsche Bank sehr viel Geld bezahlen musste, weil sie eben eine bekannte Silberpreismanipulation begangen hat und auch hier ebenfalls wie JP Morgan das Interesse verfolgt hat, die Preise des beliebten Rohstoffes. Wie kann man denn Silber manipulieren? Was ist das denn? Also Silber in den Keller zu drücken. Einer der Gründe, warum diese Banken das überhaupt können, ist ganz einfach, dass es mehr Papiersilber als physisches reales Silber gibt. Denn ein bekannter Mechanismus ist das sogenannte Short-Selling, bei dem Silberderivate verkauft werden und damit der Silberpreis künstlich in den Keller gedrückt wird. Man verkauft also mehr Papiersilber, als es physisches Silber überhaupt gibt. Das Ganze ist allerdings nur so lange möglich, solange der physische Markt liquide ist und es genug physisches, also anfassbares Silber gibt. Hier beispielsweise eine Unze Silber. Wir kennen alle noch die Situation aus dem Jahr 2020, als wir im Mai plötzlich am gesamten Edelmetallmarkt keine Unze Silber und keine Unze Gold mehr übrig hatten. Die Kunden hatten uns überrannt, über Nacht waren die Edelmetallshops leergeräumt und wir konnten nichts mehr anbieten. Die Graumarktpreise von Silber stiegen in kurzer Zeit auf 40, 50 oder gar 60 Euro pro Unze. Die Menschen waren... Verstehe nicht, wie das gehen soll. Lux, das ist doch das, was wir bei dem New Yorker gesehen haben. Erinnerst du dich? Ich weiß nicht, ob du bei dem Stream dabei warst. Trax NYC hatte doch dasselbe mit Gold, wo er
gesagt hat, dass quasi auf Papier wird das gehandelt. Du kannst ja auch Zertifikate kaufen, dass du quasi, also das Zertifikat garantiert dir quasi, dass du so und so viel Gold oder Silber hast. Du kannst dir das dann halt quasi short-sellen, das heißt immer günstiger verkaufen. Man hört immer, dass das halt nicht echt sein soll und dass es weniger wirkliches Gold gibt. Das ist so wie mit dem Stablecoin, weißt du? Du hast einen Stablecoin, da muss ja Geld hinterlegt sein, dass der auf dem Level bleibt. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der Wert steigt oder sinkt, muss halt entweder der Betreiber halt nachkaufen, mehr Geld reinschießen und so weiter. Man war bereit, jeden Preis zu bezahlen, denn es gab schlichtweg nichts mehr. In diesem Moment war es allerdings besonders prekär, denn hätte diese Situation über mehrere Monate angehalten, dann hätten die großen Handelsbörsen wie die COMEX oder auch die Shanghai Gold Exchange enorme Probleme bekommen. Denn genau hier werden die größten Papiermengen von Silber Jahr für Jahr gehandelt. Wenn also die Anleger auf eine Auslieferung bestehen und feststellen, dass nicht das gesamt gehandelte Silber oder Gold mit dem physischen Silber oder Gold hinterlegt ist, dann wäre spätestens hier eine enorme Panik ausgebrochen und man hätte sich eingeschränkt. Muss ich sagen, höre ich nicht das erste Mal. Mein Vater hat da mal mit ihm auch drüber gesprochen. Niemand kann wirklich mehr nachprüfen, ob das Gold oder Silber als Zertifikat auch tatsächlich physisch hinterlegt ist. Ja, genau. Sehen müssen, dass gar nicht genug physisches Silber und Gold da ist für das, was an diesen Märkten gehebelt auf Steroiden gehandelt wird. Doch warum wir darauf eingehen, warum der Silberpreis absichtlich manipuliert wird, schauen wir uns noch mal ein paar harte Fakten zu Silber, aber auch zu Gold an. Während also Silber heute immer noch als der kleine Bruder des großen Goldes bezeichnet wird, verändern sich die Marktbedingungen beim Silber Jahr für Jahr. Ich sag so, bei Silber ist die Sache, also erstmal, also diese Zertifikatgeschichte ist nicht meins. Bei Silber finde ich halt, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal günstig reingehen, hier, das ist diese 1-Gramm-Box, dieser 100 mal 1 Gramm, also 100 Gramm, dann gibt es halt die Silberbarren. Also ein Kilo Silber ist schon halt, hat man schon was. Und diese für 34 Euro irgendwie, ich weiß nicht, ich finde irgendwie Preis-Leistung bei denen halt, finde ich halt gut. Ne? Guck mal, hier gibt es sogar eine Unze Silber als diese 1-Gramm-Dinger, auch in 37 Euro. Die konkreten Zahlen zeigen nämlich, dass obwohl ungefähr 10-mal mehr Silber als Gold weltweit existiert, sind jedoch nur noch 4,5-mal so viel Silber wie Gold erhalten geblieben. Gleichzeitig ist die Silbernachfrage ungefähr 10-mal höher als die Goldnachfrage, die Tendenz jährlich steigend wegen der besagten grünen Agenda und der politisch gewollten Agenda auf... Aber komisch, ne? Guck mal, wenn er sagt, es quasi Silber gibt es nur 4-mal mehr als Gold. Aber der Preis, wenn du es mal vergleichst, der Preis ist ja 100 Gramm kostet 6.000 Euro und 100 Gramm kostet 200 Euro. Der Preisunterschied ist ja geisteskrank. Nachhaltige Energien zu setzen. Und genau deswegen gibt es übrigens zahlreiche Vorausrechnungen. Das ist aber tatsächlich nicht unüblich bei Aktien genauso. Bei manchen Aktien ist der Short-Quote über 100%, sprich würde mehr Aktien leer verkaufen, als überhaupt über der Aktie gibt, weil die selbstverlierende Aktie wiederum verlieren werden. Okay. Besagen, dass zwischen 2035 und 2040 Silber aufgebraucht ist und man nur noch Silber durch Recycling rückgewinnen kann. Doch nun zum wahren Grund, warum der Silberpreis nach unten manipuliert wird und warum die Banken so sehr Angst davor haben, dass der Silberpreis seinen wahren Wert, der deutlich höher liegt, findet. Denn während weltweit nahezu alle Fiat-Währungen inflationieren und Inflation jenseits der 2%-Grenze haben, sogar 6, 7 oder 10% haben wir im letzten Jahr gesehen, sind durchaus realistisch, hat Silber und Gold eine Charaktereigenschaft, die die Zentralbanken für sich selbst nutzen, uns aber als nutzlos verkaufen. Denn sie horten physische Edelmetalle wie Gold und Silber aus den Gründen, dass diese beiden Edelmetalle ein optimaler Inflationsschutz sind. Zugegeben, Silber hat eine größere Volatilität, das heißt, steigt der Goldpreis, dann steigt Silber stärker und fällt der Goldpreis, dann fällt Silber stärker. Doch diese Grafik, die ich einmal zeigen möchte anhand des Gold-Silber-Ratios, zeigt ganz deutlich, auch aus meinem letzten Webinar übrigens, das ich unter dem Video verlinke, dass Silber historisch gesehen eine gigantische Chance bietet. Denn wenn Sie den Goldpreis geteilt durch den Silberpreis ausrechnen, kommen Sie aktuell auf ein Verhältnis von einer Unze Gold zu 82 Unzen Silber. Wenn wir also historisch gesehen bei einem Verhältnis von 10 oder gar 15 waren, dann bedeutet dies, dass Silber sich mit einer möglichen Verachtfachung wieder an seinen alten Wert angleicht und genau darin liegt die gigantische Chance, spätestens wenn also die physischen Märkte wieder abgegrast sind, ein schwarzer Schwan wie eine Pandemie den Markt leerräumt, weil die Menschen Sicherheit suchen, dann kommt der spannende Moment, wo Silber seinen wirklichen Wert findet, der deutlich über der 100-Dollar-Grenze liegt, das kann ich schon mal vorweg sagen. Manche, wie die deutschen Wirtschaftsnachrichten, titulieren sogar 1.000 Dollar und mehr. Genau diese Chance über 100 Euro. Also muss jeder Anleger im Kopf haben, denn Gold und Silber sind nicht nur ein Sicherheitsanker, sondern eine Wette gegen unser bestehendes Geldsystem. Und das immer mehr bröckelnde Vertrauen in unser Geldsystem ist der Grund, warum die Zentralbanken, aber auch große Banken daran arbeiten, die Silberpreise und die Goldpreise nachhaltig zu manipulieren. Wenn die Menschen aber erst einmal verstehen, was hier passiert und deswegen auch das heutige Video, dann wird der Silberpreis seinen wahren Wert viel schneller finden, als wir uns das alle vorstellen können, womöglich sogar über Nacht. Und was passiert, wenn das Vertrauen über Nacht in das Geldsystem verloren geht, haben wir vor 2 Jahren gesehen, als ein kleines Reddit-Forum versuchte, den sogenannten Silver Squeeze zu erzeugen. Indem also alle versuchten, Silber aufzukaufen, um die Silberpreise auf ihren realen Wert zu drücken, hat man gesehen, wie schnell Derivateverkäufer ihre Derivate verkauft hatten, sogenannte Short Sales positioniert haben, um diese Preise zu drücken. Dennoch stieg der Silberpreis kurzfristig über 30 Dollar und hat gezeigt, wo der wahre Wert eigentlich liegt. Also ich muss sagen, ich kenne mich jetzt damit nicht so sehr aus. Am Ende, mir gibt es irgendwas. Ich finde es einfach, wenn ich es so in der Hand habe, zum Beispiel
Beispiel, ich finde den Krügerrand sehr, sehr cool. Maple Leaf finde ich auch sehr, sehr cool. Aus welchem Grund hat Silber von verschiedenen Herstellern unterschiedliche Preise? Die sind doch eigentlich immer das gleiche. Also es ist schon ein wesentlicher Unterschied zwischen Münzen und halt Barren. Ne? Die Münzen werden zu einem anderen Preis gehandelt. Quasi derselbe Vergleich würdest du, wenn du sagst, man datet in Gelbgold, sagst du, du bezahlst halt nur den Goldwert, weil es halt Gold. Ne? Es gab vielleicht mal die Zeit, in der das eventuell so war, oder halt 1000 Euro über Gold wert, aber es ist tatsächlich verarbeitet in einer Münze. Ein Land gibt seinen Stempel dafür und garantiert halt einen Wert, der jetzt natürlich unter dem liegt des Silberpreises. Aber es ist schon so in der Welt, das habe ich vorher auch nicht so ganz gecheckt. Als wir unsere Münze rausgebracht haben, habe ich das noch gar nicht gecheckt. Es gibt auch bei den Münzen halt verschiedene Fertigungsqualitäten, polierte Platte, immer etwas anderes als jetzt schon allein die Art der Stempelung ist schon was anderes als jetzt hier. Und so muss man das auch vergleichen. Es gibt Uhren, es gibt Nomos, es gibt eine Rolex, es gibt eine Audemars Piguet und es gibt eine Patek. Und genau so verhält sich das natürlich dann auch mit Münzen. Am Ende ist es so, Barren sind Barren. Wenn ihr mal alles vergleicht und den Preis runterrechnet, dann werdet ihr natürlich beim Barren am günstigsten sein. Wenn ihr aber auch mal wieder verkaufen wollt, dann werdet ihr auch, also ob ihr jetzt einen Barren habt oder einen Coin, da müssen wir mal den Dominik fragen, inwieweit sich das beeinflussen lässt. Ich sehe nur immer, die Ankaufspreise bei Coins sind auch immer höher als jetzt der reine Silberwert. Aber ja, ich finde es ein spannendes Thema. Ich werde mich mal weiter einarbeiten. Am Ende, ich sehe, dass ihr großes Interesse habt und wir einfach brutal verkaufen. Und deswegen haben wir uns jetzt das Video reingezogen, ne?